Stadtvilla liegt wirklich mitten im Herzen von Krefeld, direkt am Stadtgarten, der dem Gebäude also vis-à-vis gegenüber liegt. Und so aus den meisten Räumen vorne zur Straßenfront hin auch einen traumhaften Grünblick bietet. Die Immobilie hat auch eine ganz besondere Historie. Die wurde ursprünglich mal von einem Margarinenproduzenten 1915 als repräsentativer oder herrschaftlicher Wohnsitz erbaut. Die Immobilie steht jetzt mittlerweile unter Denkmalschutz, wurde in den letzten Jahren vom Finanzamt der Stadt Krefeld genutzt für Groß- und Konzernkunden. Über den großzügigen und hier mit Marmor verkleideten Eingangsbereich gelangen sie zur Lobby. Besonderheit dieser Immobilie, man hat hier die klassische Bauweise der 20er Jahre. Sie sehen das an diesem großzügigen Entree. Sie sehen die edlen Wandvertäfelungen, hohe Stuckdecken und die edlen Parkettböden, größtenteils mit Intarsien und dem Fischgrat verlegt. Und die zeigen also noch heute diesen Charme der Epoche. Insgesamt kommen wir auf eine Nutzfläche von knapp 1200 Quadratmetern, die sich also in den Bereichen Souterrain, Erdgeschoss, erstes und zweites Obergeschoss ungefähr im gleichen Verhältnis aufteilt. Zum Dachgeschoss muss man auch sagen, dort oben befindet sich auch noch eine Ausbaureserve, weil bei dieser Immobilie muss man davon ausgehen, dass sie eben aufgrund ihrer Individualität nicht für jeden in Frage kommt. Das heißt, eine Nutzung sollte schon gewerblich sein. Es könnte genutzt werden als Büropalais, als repräsentativer Firmensitz, als Privatklinik, Gemeinschaftspraxis und natürlich durchaus, wer so viel Platz braucht, auch als Wohndomizil.